Ja, du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommt und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du ganz links, wenn du die Treppe hinter dem Springboden hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Und wird Bürgermeister so groß geschrieben. Sag mal, Marco, ist es vielleicht ein wenig unverschämt? Es ist vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Jawohl. Nee. Danke, Marco. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Wenn du bei mir bist, dann können wir diese Rowdies ruhig... Dann können diese Rowdies ruhig kommen, Marco. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Jawohl. Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Sami schließt sich dir an. Juhu! Ich glaube, du kannst das tatsächlich, kannst, wenn du auf Nein klicken würdest. Denn du kommst nicht drum rum, du musst Ja sagen. Geil. Ich bin der Meinung, mal auf Nein geklickt zu haben und dann, wie, ja, aber ne, du musst mich, ne, und so, und du musst du Ja. Du dumme Sau, nimm mich mit. Genau. So, ich muss jetzt mal gucken. Pokémon PDA. Das heißt ja, ich kann hier gar nicht entspannen. Ich muss ja immer voll mit dabei sein. Das ist jetzt so richtig. Das hast du doch extra gemacht. So, Pokémon. Ich hätte gerne jetzt deine Frauenstimme gehört. Nee. Ach so, speichern konnte man so gar nicht. Über eine Pause halt nicht. So, da haben wir Nachtara und Psyana. Warum die beiden einen Levelunterschied haben? Also Nachtara hat ja gerade bei uns ein Level aufgestiegen. Warum die generell einen Levelunterschied haben, weiß ich nicht. Tatsächlich. Waren das jetzt gerade Männchen und Weibchen oder war? Habe ich gerade gar nicht geachtet. Nee, zweimal Männchen. Zweimal Männchen. Kannst natürlich Männchen, Weibchen haben, du kannst auch beide Weibchen. Achso. Nee, weil Psyana, ich weiß nicht, kann sein, dass das so ein Ding von mir ist, aber Psyana ist für mich weiblich. Mhm. Nachtara, von mir aus, das ist undefiniert. Das könnte beides sein. So, jetzt sind wir im Pokémon Center. Das Pokémon Center sieht ein bisschen anders aus, als man es kennt. Aber hier vorne. Aber die Mucke erkennst du sofort wieder. Genau. Typische Pokémon-Center-Mucke. Wie gesagt, der Aufbau ist ein bisschen anders. Beziehungsweise die Gestaltung ist halt anders. Spiel entsprechend. Ja, die ganze Perspektive ist halt anders. Genau. Hier macht sie ganz normal die Pokémon heil und das ist unser Pokémon oder unser PC. Hier kann man nämlich speichern. Auch sicher. Nur du kannst hier nicht speichern, du kannst ja sicher. Das werden wir auch machen. Auch nur hier kann man sichern. Nicht zwischendrin oder sonst irgendwas. Also quasi vor einem wichtigen Kampf kannst du nicht sagen, komm, ich speichere mal, falls ich verkacke. Doch, wenn du weißt, dass der kommt. Ja, dafür musst du aber das Game kennen. Ja. Genau. Also fassen wir zusammen, ein Mensch wie ich wird es wahrscheinlich nicht gebacken kriegen. Naja. Vor allem PC. Ja. Pokécenter. Sache ist die, ich bin mir auch gerade nicht ganz so sicher. Du wurdest gerade voll angerempelt. Ja. Und das für fancy Türen. Geil, ne? Ein Trainer auf Reisen, nicht wahr? Und mir scheint, du hast auch diesen speziellen Blick. Ich denke, dieser Blick gefällt mir. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir uns wieder begegnen. Irgendwo, irgendwann. Dieser Blick, warum haben alle diesen Blick? Keine Ahnung. Den Schlafzimmerblick. So, und das ist unser Bürgermeister. Das ist auch so ein Klischee-Ding, oder? Ja. So, ihr müsst der Reisende sein. Willkommen in Fennec. Kann natürlich auch falsch ausgesprochen sein, ich weiß es nicht. Man nennt mich im Maskat. Und ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Warum Bürgermeister im Großbuchstaben? Das sind teilweise entweder Namen, wie die heißen, oder halt Hinweise, wo du hin musst. Ja, ja. Ne? Aber es triggert mich trotzdem. Ja, Maskat, ja, wie gesagt, ist jetzt ist bekannt, jetzt sein ne? Name. Ist jetzt sein Name. Vorher ist halt, hat halt keinen Namen. Ihr wollt mich ansprechen, ihr wollt mich sprechen, in welcher Angelegenheit? Oh. Also... Nur zu, wie kann ich einer hübschen jungen Dame behilflich sein? Ich habe da etwas gesehen. Du hast also etwas gesehen? Was hast du hier gesehen? Ein seltsames Pokémon. Oder, naja... Ein Pokémon mit einer dunklen Aura. Ich habe ein Pokémon gesehen, das eine echte... Es war eine echte Kampfmaschine. Und dieses Pokémon greift auch Menschen an. Was? Unfassbar. Ein Pokémon wie eine Kampfmaschine, das auch Menschen attackiert?
Wenn das wahr wäre, wäre das ein schrecklicher Skandal. Alleine, es fällt mir etwas schwer, das zu glauben. Aber es ist wahr. Sie müssen mir glauben, Herr Bürgermeister. Ich habe dieses Pokémon gesehen und deshalb haben mich die Gangster gekidnappt. Sie hatten mich bis eben in ihrer Gewalt. Ich verstehe. Nun gut. Ich werde unverzüglich eine Untersuchung anordnen. Wirklich? Danke, Herr Bürgermeister. Danke. Aber nein, nein, nicht zu danken, wirklich. Kriminellen muss man Einhalt gebieten. Vor allem dann, wenn sie so hübsche junge Damen in Bedrängnis bringen. Gebt mir nur ein wenig Zeit und ich werde bestimmt einige nützliche Informationen für euch sammeln können. Und noch etwas. Du siehst mir auch aus wie ein Pokémon-Trainer. Da solltest du auf jeden Fall einen Blick auf das Stadion von Fennec werfen. Es ist der ganze Stolz unserer kleinen Stadt. Wirklich, ein prächtiges Stadion, wie es sich für unsere so blaue Wassermetropole gehört. Und da haben wir nämlich schon den ersten Hinweis, Pokémon mit einer dunklen Aura. Muss ich mir für die nächste Aufnahme auch solche zwei Schwänzchen machen? Nicht unbedingt. Die ganze Zeit wippen, wenn ich atme. So, hallo, was für ein attraktiver junger Mann. Oh, danke. Ja. Also, das sind jetzt aber ziemliche Schleimbolzen hier alle. Geil. Ist ja schrecklich. Hey, wie niedlich, du nimmst deine kleine Freundin sogar überall mit hin. Nicht, Ich hätte da schon lange gemeckert. Dong, so. Das ist nicht mein Freund. Dumme Kuh, könnten gerne haben. So, was hat Omi zu sagen? Das große Haus, da ist das Haus unseres Bürgermeisters. Fragt ihn ruhig um Rat, wenn euch etwas, wenn euch auf euren Reisen irgendetwas Merkwürdiges passiert. So, das Stadion ist das hier. Hm. Fällt natürlich von außen auf. Was ist denn das da rechts für ein? Gut. Wir quatschen. Ich dachte, der will euch uns jetzt anquatschen, weil er halt so auf dich zugelaufen ist. So, dachte ich halt auch erst. Willkommen in der... das ist die Arena. Das Stadion ist noch weiter hoch. Also, willkommen in der Primarena. Musst du hier auch Arena-Orden sammeln? Nee. In der Primarena können Trainer und Pokémon Kraft aufbauen, ihre Attacken verfeinern sowie Körper und Geist trainieren. Also, die könnten jetzt hier rein theoretisch Pokémon-Kämpfe halt veranstalten. Ach, damit du einfach auflevelst quasi, genau, weil du hier halt jetzt nicht ins Gras gehst und gegen Pokémon kämpfst. Genau. So, hallo, man nennt mich Primus. Ich bin sozusagen verantwortlich für die Prim-Arena. Ihr seht so aus, als wärt ihr beide auf Reisen, oder? Was hältst du von einem Kampf, wo ihr schon mal einmal hier seid? Na, wie sieht's aus? Ja, natürlich, Rainer. Also los, ich stelle euch gleich die Trainer der Prim-Arena vor. Wenn du bereit bist, dann betrete den Kampfplatz in der Mitte des Raums und stelle dich links vom mittleren Ring auf. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach. Wir brauchen Level. So, typisch Pokémon halt. Und wir können... Ich weiß gar nicht, nee, Gras und sowas haben wir, glaube ich, hier nicht. Wir können halt wirklich nur durch Trainer, glaube ich zumindest, wie gesagt, das ist schon lange her, nur EP halt fahren. Marco, streng dich an. Du weißt, ich werde dich anfeuern. Du bist also bereit? Gut, fangen wir an. Du kämpfst insgesamt gegen 4 Trainer und starke Gegner sind sie alle. Und hier erscheint schon dein erster Gegner. Die Sache ist halt die, ich weiß nicht was, also sollte jetzt auch demnächst kommen. Wenn du gegen Pflanzen-Pokémon kämpfen willst, dann bin ich dein Mann. Jo. Was wäre denn Pokémon ohne Starter-Pokémon? Ist jetzt die Frage, kommen hier noch welche oder keine? Was würdest du denn sagen? Weil wir starten ja so gesehen schon mit... ja, aber wenn du schon so fragst, würde ich sagen, da kommt noch was. Ja. Also es fehlt ja noch der Professor, der irgendwelche schlauen Daten ausstellen will und dich dazu kriegen will, dich für ihn zu versklaven, um alle Daten ranzuschaffen, weil er eigentlich ein fauler Sack ist und nicht sein Haus verlassen will. Ich weiß gar nicht, kam hier noch ein Professor? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt kein Spoiler. Wir haben hier noch wir haben Starter-Pokémon. Da ist halt die Frage, wir haben nachher, ich weiß nicht, wann das kommt, also es sollte jetzt sehr zeitnah kommen, haben wir die Möglichkeit, ein von 3 Pokémon zu wählen. Dazu muss man den richtigen Trainer bekämpfen. Die Frage ist halt, was wollen wir nehmen? Feuer, Wasser oder Pflanze? Na, weiß man, welche 3 das sind? Ich ja. Gesagt wird nicht, welche Pokémon. Dann bin ich für Feuer. Oder hättest du was anderes genommen? Eine Feuer oder Pflanze würde ich tendieren. Ich weiß gar nicht, welche damals. Ich glaube, in meinen 2 Durchgängen
ich halt gespielt habe, habe ich, glaube ich, einmal Pflanze genommen, einmal Feuer. Dann nimm Wasser, wenn du die Wasser genommen hast. Mir ist es relativ egal. Dann will ich Wasser. Wenn das da soweit kommt, wenn wir die Auswahl haben, kann ich auch sagen, noch welche das sind. Also ich weiß es ja. Du solltest trotzdem weiter trainieren, das werde ich nämlich auch jetzt auch tun. Dann kommt jetzt die typische Mädchenantwort, ich will das Süßeste haben. Und ich finde das eine Unverschämtheit, dass zum Beispiel ein süßes Plinfer dann nachher so ein hässliches Impoleon wird. Ja. Hey, ich sag, irgendwas halt vorlesen? Nee, das passt. Das ist halt einfach nur, bist du bereit? Ja, auf geht's, hier ist der nächste Trainer. Achso. So, Kämpfe mit Wasser-Pokémon sind mein Spezialgebiet. Komm, ich zeige dir, wie stark Wasser-Pokémon sein können. Ja, wie gesagt, das müssen wir halt mitnehmen. Am Anfang zumindest. Dann lehne ich mich mal zurück, ne? Du schaffst das schon. Ja, ja. Da brauchst du ja meine Expertise nicht. Die Sache ist halt die, wenn sie klein sind, sind sie halt alle süß. Ja, das ist richtig. Nachher sind sie dann alle. Naja. Die Sache ist halt die, wenn ich jetzt sagen würde, du hast tatsächlich vorhin schon, wo wir einen Livestream geschaut haben, einen Starter davon in der ersten also du hast nur die Vorentwicklung, die Basisversion davon gesehen. Als Plüschi. Ach so. Nee, dann will ich nicht das Wasser haben. Nee, dann will ich nicht Wasser. Nee. Ich weiß ja aber nicht, was die anderen dazu waren. Na, dann bleibe ich bei Feuer. Weil man hat halt hier nur, man bricht nicht die Basis-Pokémon von den Startern, sondern halt nur die erste Entwicklung. Ja, erste Entwicklung. So, komm. Das eine, da weiß ich noch nicht, wie ich es mache, ob ich das denn rausschneiden tue oder also es erst im späteren Spielverlauf. Inwiefern ich es halt mache. Die Musik kann ich nicht leiser stellen. Ja, das heißt, ich muss halt einen guten Mix finden. Denn von der Abmischung her zu unserer Stimme und Musik. Sprachausgabe overall gibt es hier nicht. Es ist halt alles typisch textbasierend. Vorlesen. So, da kommt. Und dann ist auch das Meryl weg. Weil wir halt kämpfen jetzt hier, dann gehen wir hoch ins Stadion, quatschen da, glaube ich, und dann sollte der Bürgermeister tatsächlich auch schon Informationen für uns bereit haben. Und dann, glaube ich, kriegen wir unsere unser drittes Pokémon. Deine Pokémon sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Wie gesagt, das ist halt so das typische Geplänkel, was gesagt wird. Ne? Wenn ich mit Wasser-Pokémon unschlagbar werden will, muss ich wohl noch viel üben. Das ist halt so das typische Glabe halt. Jo. Ja. Wenn sie halt verloren haben und hier, ich trainiere und der Trip wird ja, schade, das nächste Mal dann genau. So und hier. Und so, und willst du weiterkämpfen? Jawohl, alles klar, wir gehen wir im nächsten Kampf halt auch immer so das Gleiche. Aber wie gesagt, die Pokémon-Kämpfe müssen wir halt machen, weil wir halt nicht wie beim typischen Pokémon, was man halt rein theoretisch skippen könnte. Wenn ich trainieren muss, das seht ihr natürlich nicht. Das werde ich dann sagen, jo, hier, ich werde jetzt offscreen trainieren, das wird dann mal so nebenbei dann passieren. Und dann habe ich auf einmal, ich sag mal, von einem Level 40 Pokémon auf einmal Level 45, 48 oder sowas. Ja, das ist ja dann uninteressant. Vielleicht eben. Kann man die interessantesten Kämpfe im Schnelldurchlauf zusammenschneiden, aber das genau. Sehen wir dann. So, du bist also derjenige, der gegen mich kämpfen will. Du siehst gar nicht wie ein Trainer aus. Na egal, ich werde dir zeigen, wie sich ein Trainer im Kampf richtig anstellt. So ein kleiner Knips. Schnösel Travis. Sieht gar nicht so aus. Schnack Leon und Weagle. Wann kam denn Rubin und Saphir raus? Bitte? Wann kam denn Rubin und Saphir raus? Weil oh, keine Ahnung. Ich hab nur Alpha, Saphir und Omega Rubin. War ich ja dann mit dabei. Schnack Leon ist ja aus Rubin und Saphir. Oh. Knapp Leon und dann ist Vibrava und als letztes Libeldra. Libeldra, ultra geiles Pokémon, ultra stark. Und Quietel ist dann ja Keifel und dann kam ja irgendwann später Mamutl dazu. Letzte Entwicklung. Und Quietel kommt ja aus Gold-Silber. Und ist halt dementsprechend. Aber da die Pokémon aus Rubin, Saphir, Smaragd ja hier drin sind, muss es ja irgendwie 2003 oder sowas erschienen sein.
Theoretisch.